Habe ich noch Lippenstift? Ja. Bin ich gerade abgefressen, glaube ich, ne? Mm-mm. So, wo komme ich nochmal her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich? Das hier ist der rote Teppich für den Himmel über Berlin. Oder zumindest das hier ist der Anfang des roten Teppichs, denn das ist auch die Berlinale. Es ist Winter, es ist wahnsinnig kalt. Deswegen ist der spannende Teil drin und da gehen wir jetzt rein. Ganz im Ernst. Da ist er. Alle sind ganz ehrfürchtig leise gerade. Normalerweise schreien alle immer ganz laut. Hier, 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 bim, bim, Bruno. Aber hier sind alle ganz leise. Hatten Sie Zeit, noch ein bisschen zu entspannen? Oder? Entspannung war bis jetzt noch gar nichts. Und ich bin ein bisschen nervös, weil ich auch nicht weiß, was ich gleich sage. Da habe ich keine Zeit gehabt, mir das auszudenken. Aber manchmal ist es sehr gut. Ja, ich will einfach spontan. Ja, ich spontan. Ich wünsche eine ganz tolle Premiere und ganz viel Spaß. Danke. Wir haben eine tolle Gäste, ne? Ja. Guck mal, da ist die Mary, die vertritt ihren Vater. Die will ich gleich so gerne noch fragen, wann Sie den Film das letzte Mal gesehen haben. Mach mal. Hallo, Mira. Schön. Kommt hier auch Mensch. Immer auf die andere Seite der Korte. Ja, Mensch, wieso bist du denn auf der Seite der Korte? Was soll das denn? Ich wollte einfach mal Fragen stellen. Ich wollte einfach mal die Seite aus. Wie toll ist das? Wann hast du den Film das letzte Mal gesehen? Also als Otto starb, haben wir das natürlich ein bisschen geguckt. Also ich glaube nicht den ganzen Film, nur Dings. Aber oh Gott, oh je. Das wird krass auf jeden Fall. Ja. Verflixte an der Berlinale ist übrigens, dass man immer auf ungefähr 7 Partys und Veranstaltungen gleichzeitig sein möchte. Und das irgendwie organisieren muss, aber es nicht hinbekommt. Aber jetzt sind wir hier. Es hat funktioniert. Bei den drei Schwestern in Kreuzberg. Zum ersten Mal ist hier dieses Jahr die Party der Shootingstars, die eben noch im Berlinale-Palast waren und jetzt trudeln sie hier langsam alle ein. Und das ist traditionell eine hammermäßige Party. Die beste Feier, habe ich gehört, also das haben die IFP-Leute gesagt, müssen sie wahrscheinlich auch sagen, aber ist die hier. Und sie wird toll. Ich weiß gar nicht, ob jemand auflegt. So ein DJ, ja. Hoffentlich. Das sind so die letzten Teile, die noch irgendwie im Zimmer sauber rumliegen. Aber ich hoffe, das bin einfach ich und ich hoffe, es geht. Ne? Auf dich? Auf uns alle. Jawohl. Die Shootingstars sind gerade erst hier angekommen. Aus dem Berlinale Palast, wo sie heute Abend offiziell vorgestellt wurden. Wir schauen hier einmal rein. Ich weiß gar nicht, wo die Tanzfläche ist hier. Come on. Okay. Jetzt beginnt der offizielle Teil. Es werden Reden gehalten. Ich wollte euch nur ganz kurz sagen, da steht der deutsche Shootingstar Franz Kurowski dieses Jahr mit 2 Filmen im Wettbewerb. Also sobald der DJ hier loslegt, glaube ich, jetzt wird es eine hammermäßige Party. Das Blöde ist nun mal wieder, wir dürfen dann nicht mehr drehen.